Einen wunderschönen guten Tag, damit recht herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge vom Let's Play Omsi 2, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns heute mal wieder auf der Karte Metropole Ruhr und ja, fahre mit einem passenden Solaris Urbino 12 auf einer der neuen Linien, die jetzt mit dem Update dazugekommen sind. Und zwar die 254. Ich habe das auch nur gelesen. Ich bin da auch nicht ganz so übertrieben gut informiert, aber hab den Change-Shock gelesen, ja gut, dann fahren wir das mal, gucken wir uns das mal an. Da soll es auch teilweise kleinere neue Linienwege geben. Von daher kann man das mal machen. So, wir steigen gerade mal ein. Kramen den Bus dann vor allem auch mal wieder raus. Das wollte ich auch tatsächlich schon seit langem mal wieder machen. Ich freue mich schon auf das Ribas. Oh, das war ganz schön laut. Ja gut, das werden wir überleben müssen. So, machen wir einmal rein hier, melden wir uns an. Ich vermute mal, dass die PIN die bekannte ist. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Ja, das sieht ja schon mal super aus. So, dann haben wir hier... ja, ich würde gerne eine auswählen, exakt. Dann wählen wir aus die 254 ohne, mit 00. Okay, Route, ja, raten wir mal die 1. Eingabe ist okay, das freut uns natürlich. Wir fahren nach Am Park. Das kann, glaube ich, gut sein, ja. Am Park, korrektamente. So, da können wir einmal hier... So, vorsichtig. Ja, aber das fährt sich ja super. So, wir müssen erstmal zum Start... Uiuiui. Okay, gleich zwei Gänge geschaltet. Da sollte man vielleicht in Zukunft etwas unterlassen. So. Ich glaube, wir werden noch ein paar Mal Fahrgäste verlieren, so wie ich heute drauf bin, aber... Ich hoffe mal, dass das nicht sonderlich problematisch ist. So, aber knapp, gell? Oh ja. Die Leute werden jetzt schon eben überleben. So, ich muss mal mein Mikrofon irgendwie so ein bisschen... Gerade im Kreisverkehr klappt das gerade nicht ganz so gut. So, genau, da haben wir hier den Bahnhof und da wollen wir gerade einmal rein. Terminus. Yeah. Ah, ich stehe am falschen Startpunkt. Ja, ja. Es ist richtig, das ist mein Fehler. Und zwar... Hatte ich im Bus für die 253 gespawnt gehabt und dann habe ich mir gedacht, nee du, halt ist ein bisschen, ja, Verfrühung, haben wir gedacht, ist ein bisschen arg weit, können wir denn hier irgendwo, da ist leider eine Sackgasse, ja, da kommen wir schon irgendwie rum da vorne, ne, da einmal um, so, was sagt der jetzt, wenn ich hier voll beschleunige, guck mal, der ist zufrieden mit meinem Fahrstil, das ist ja schön. Ja, ich habe Verfrühung. Das legen wir gleich wieder. Das passt schon. Ich wollte auch mal hier lang fahren. Ne? Ich wollte den Bereich auch mal zeigen. So, die warten jetzt alle. Also er wartet noch, ne? Mal gucken, dass von da nichts kommt. Das sieht aber gut aus. Am Anfang jetzt waren wir so ein bisschen etwas zügiger, damit wir später, damit wir auch halbwegs pünktlich am Startpunkt ankommen. Ach, komm, hier geht's raus aus Gladbeck. Okay. Interessante Mente. Dann fahren wir uns auch mal hier lang, wo wir wahrscheinlich nicht lang fahren sollten, aber... Ah, ja, doch, guck mal, da fährt sogar eine Linie lang. Das ist natürlich schick. So, ja, dann du da fahr mal... Ah, kommt der locker hier. Passen wir locker dran vorbei. So. Nächstes Mal einfach den richtigen Startpunkt auswählen, dann passt das auch. Dann fahren wir auch nicht erstmal eine Dreiviertelstunde gefühlt durch die Gegend. Jo, aber nichts, was wir nicht hinkriegen würden. Wir sind einfach gerade von einer Linie her gewechselt oder sowas. Das soll auch eine kombinierte Linie sein. Daher ne, ist das auch gar nicht so... Ja, Profifahrer. Knapp. Aber alles, würde ich sagen, vollkommen im Rahmen. So, da kommen wir jetzt einmal links. Und nein, das hat nichts mit Japan zu tun. Ist ja wegen Rahmen. Das war jetzt ein Witz. Ja, ich sehe schon, Spaß, Friede, Freude und Unterhaltung. Wird hier groß geschrieben. Gut, das möchte man, glaube ich, zwar überall groß schreiben, aber wir wollen es ganz explizit rausheben, deswegen schreiben wir es groß. Und ich weiß es schon gar nicht mehr, wie ich hier meine Kopfhörerkabel immer gelegt habe. Das fühlt sich irgendwie... Er wusste aber schon, dass er keine Vorfahrt hat, oder? Ah, bin ich mir nicht ganz so sicher. So. Ja, der bleibt da liegen. Das ist, er ist auch in gutem Zustand, du. Das passt schon. Guck mal, die Fahrradfahrer da elegant an dem Grünstreifen vorbeigeführt. So. Die Leute waren schon verwirrt wahrscheinlich. Wir werden sie jetzt gleich abholen. Rentfort Nord am Park. Okay.
Laut dem Netzplan ist es gar nicht so weit, aber es sind halt irgendwie ein paar Haltestellen und dann ja, ein paar mal den Bus schrotten wahrscheinlich auf dem Weg, aber hey. So. Wollen wir da irgendwie mal... Guck mal, mit dem Spiegel ist das ganz praktisch. So, da sehen wir schon, wenn die Leute anfahren. Guten Tag. Händelstraße. Hallo, ihr seid ja alle gesprächig und freundlich, das freut mich. So. Hallo, fährst du gerade nach Pforzenay? Du, ihr habt gehört, auf der B10 staut sich wieder wie Hölle. Guck mal, wir haben schwäbische Verspätung. Ja, ich hab Verspätung, Mensch. Kriege ich überhaupt noch eine Fahrkarte? Hey, yo, du, das kriegst. Fahrscheinermäßigung, Fahrschein normal, du. Nö, siehst du nicht, gell? Nee, sehe ich nicht. Ich freue mich gerade ein bisschen. Kriege ich überhaupt noch eine Fahrkarte? Ja, mei, das kriegst. Guck mal, wir haben schwäbische, schwäbische Unterstützung gekriegt ins Ruhrgebiet. Also, ihr erkennt den jemand? Also, wer beim James ab und an mal vorbeiguckt, der wird den erkennen. Hallo, Mofi. Ich habe es mal irgendwie hingekriegt, das halbwegs in die aktuellen Folgen zu integrieren, was ich ja vorher irgendwie nicht geschafft habe. Ja, guck mal, wir haben schwäbische Unterstützung hier. Das war mir ganz wichtig, dass ich das hier nicht alleine durchstehe, sondern alle Richtungen. Warte mal. 254, 254 alle Richtungen, 254 Zweckel Bahnhof am Park. Das habe ich gelesen. Da kommt man nämlich nicht direkt mit einmal rum, sondern da muss man einmal ganz rum, weil wegen ist zu knapp und so, ne? Jetzt weiß ich. Okay. Ging es tatsächlich um den Teil. Schick. Ui, und der beschleunigt aber immer noch so harsch. Okay. Was sagt denn die Verspätung, wie er uns angezeigt hat vorher? Nächste Haltestelle. Birkenstockstraße. Ja, da bist du mit den 2 Minuten, du, das ist jetzt ja. Das kriegen wir wieder raus. Das fährt ja wieder raus, so würde ich sagen, ne? So, ich glaube, das ist der neue Teil. Ich bin mir aber ein bisschen unsicher. Ich habe keine Ahnung, ne? Ich kenne den Vorherstand nicht. Ich kenne den Nachherstand, nachdem wir gefahren sind, vielleicht ein bisschen. Aber nicht wirklich, dass ich jetzt irgendwas wüsste. Es kann sein, dass den wir vorher da weggesemmelt haben. Genau, Semmel übrigens auch ein Begriff, ne? Wenn wir schon beim Schwäbisch sind. Da, ist da vielleicht ein bisschen Probleme verursacht, wobei der ist ja da eine Kreuzung weiter drüben. Von daher, ja mei, da macht das natürlich jetzt nicht so viel aus, so. Eigentlich müssen wir noch mehr triggern, gell? Da war ein bisschen was zu hören kriegen, aber, ja, dann halt nicht so. Komm, hopp, da mach mal hier. Dankeschön. Ihr hängt ein bisschen eilig, du, gell? Wir sind ein wenig spät dran. So, Ach, guck mal, hier halten wir dann, wie es aussieht, ne? Ach, guck mal, oh, das ist tatsächlich Zufall, dass jetzt hier so viele Mofis rumstehen. Ich kann auch nichts dafür. Hallo? Gut, der wollte jetzt nicht mit mir reden, aber gut. So, wollen wir einmal hier durch. Oh, das ist eine Brücke, die sieht jetzt aber, sagen wir mal, gefährlich aus. Oh, wobei, es geht. Halten wir jetzt hier nochmal? Nächste Haltestelle. Beethovenstraße. Händelstraße, Beethovenstraße, Händelstraße. Ich bin verwirrt. Die kann ich jetzt mal auf RBL bitte abfahren? Ja. Beethovenstraße, nächste nee. Nächste Haltestelle. Händelstraße. So, jetzt stimmt das schon hier. So. Wunderbar. Dann haben wir so ein bisschen Verspätung rausgefahren. Ah, der hat wahrscheinlich irgendwie nochmal vorgeschaltet, irgendwie, nachdem wir dann da zweimal abgefahren sind. Ist das eng hier, du? Ich hab gar nicht geguckt, ob jemand kommt. Hilfe. Omsi. Danke. Hier kommt jetzt aber kein. Nächste Haltestelle. Birkenstockstraße. Ja, mal, lass dir nächste Eck sofort aussteigen, du. Da kannst du aber. Ich glaube, ich bin schon etwas länger nicht mehr Bus gefahren. Das merkt man mir nicht an. Aber ich kann doch sagen, ich hoffe mal, dass da kein Gegenverkehr kommt. Aber dann habe ich gemerkt, irgendwie ist das anscheinend nicht unser größtes Problem. So, ah, hier habe ich Vorfahrt gewähren. Ich weiß nicht, heute läuft nicht so, ne? Profi-Busfahrer einfach, so. Ist jetzt immer so wenig los, oder? Ich hoffe mal, ne? So, da kriegen wir gleich wieder Fahrgäste. Guck mal, ich wollte nur, dass der Bus nicht zu voll wird. Sonst hätte ich einen Gelenkbus nehmen müssen. Ich will einfach ab noch mal ein bisschen Fahrgäste abladen. So. Einen wunderschönen guten Tag einmal einsteigen, bitte. Hallo. So, ihr da hinten, sagt mal. Okay. Oh nee, Piep. Ich hab Piep auf dem Ohr. Ja, das ist irgendwie. Ich glaube, da muss ich mich dran gewöhnen.
wenn ich immer noch meine 1800 an und dazu mal Busse fahre, da ist das, glaube ich, irgendwie alles, wie sagt man immer so schön, Standard. Dass man da so ein bisschen... Guck mal, die Beethovenstraße, die haben wir vorher schon mal gehört. Jetzt ist sie aber wirklich real, yo. Ich glaube, das ist... Es ist immer peinlich, wenn Leute versuchen, sich so einen Jugendslang anzueignen. Das ist, naja. Weißt du, ich kann halt nicht so assi reden. Mann, ey. Passt hier, guck mal. So, Beethovenstraße. So, dann einmal rein mit euch. Aber wir sind schon wieder voll gut im Plan, du. Hallo, Busfahrer. Guten Tag. Meine Geschwindigkeitsoffensive geht tatsächlich auf. Das finde ich gut. So. Und ich glaube, um mich auch daran zu erinnern, dass jetzt eben nicht alle Verkehrsbetriebe, die hier fahren, dass ich auf dieses Rieber setzen und dass wir vielleicht einen von denen fahren. Ja. Ist ja einer von denen fahren, guten Tag, Kollege. Die das nicht in Betrieb haben, so wie es aussieht, ne? Von daher stört mich das jetzt nicht. So, RB könnte Regionalbahn-Ersatzverkehr sein. Also SEV stand ja auch irgendwie ab und an mal dran. Das habe ich mir auch lange mal überlegt, ob wir das mal fahren. Konnte mich aber bisher persönlich noch nicht wirklich dazu durchringen. ja. Wir müssen mal gucken. So. Ja, das sieht sehr nach SEV aus, wenn das Regionalbahnen sind. So. Ist ja auch durchaus ein legitimes Verkehrsmittel hier im Ruhrgebiet anscheinend. Bahnen. Und Busse. Ja, und Autos. Auf Autobahnen. Die, weiß ich nicht, für so Leute. Ja, ist ein bisschen kalt draußen, ich weiß. Die, also Autobahnen, die irgendwie, weiß ich nicht, für Leute, die aus dem Süden kommen. Ach komm, das ist auch ein Solobus, dann passt das ja. Leute, die aus dem Süden kommen, finden Ruhrgebietsautobahnen irgendwie, weiß ich nicht, so ein bisschen niedlich. So geschwindigkeitsmäßig ist das ja nicht nur wegen Stau, sondern auch so von der Verkehrsführung her so ein bisschen... Nicht das, was man jetzt so gewohnt ist. Und es gibt jetzt aktuell mal... Ich bin ein bisschen laut, ich mach mal ein bisschen... So. Gibt immer diese Debatte, bla, Geschwindigkeitsbeschränkungen hier, da, Deutschland. Und mir habe ich das Gefühl, also im Ruhrgebiet, so, no offense, no hate, ja, Unfall, bla. Habe irgendwie so das Gefühl, dass so eine Tempolimit auf der Autobahn im Ruhrgebiet es nicht allzu viel ändern würde. Ja, jetzt kommen wahrscheinlich wieder alle. Nee, aber auf der, wo ich immer ab und an mal fahre, da kann ich mal 135 fahren, statt 130, was dann erlaubt wäre. Ja, das ist schätze und würdige ich natürlich. Das ist natürlich sehr sinnvoll. Muss irgendwie sagen, ich kann beide Seiten verstehen. Ne? jetzt nicht nur auf das Lied bezogen, sondern auch generell. Ich kann verstehen, wenn Leute sagen, einmal kommt man schneller an. Ja, kann ich verstehen. Allerdings bin ich irgendwie selber der Auffassung, dass der Sicherheitsaspekt, wie in ganz vielen anderen Ländern auch, da einfach irgendwie überwiegt. Ich meine, klar, es gibt ab und an in der Tat öfters mal Möglichkeiten, schneller zu fahren. Es ist korrekt. Es gibt, wenn man jetzt Autobahn mit Tempolimit 120 oder 130 hätte, gäbe es tatsächlich an der einen oder anderen Stelle des häufigeren Mal tatsächlich die Möglichkeit, schneller zu fahren. Und man dürfte es dann halt nicht. Und dann fühlen sich Leute eingeschränkt. Und das ist ja Freiheits... Irgendwie, keine Ahnung, wie war es? Freiheit, irgendwie, es ist der Ausdruck von Freiheit. Ah ja, es ist also dein Ausdruck von Freiheit, Leute unfreiwillig... Guten Tag, Kollege. Leute unfreiwillig von der linken Spur zu drängen, weil sie dir zu langsam fahren mit ihren 160. Es ist also Freiheit, Leuten, also anderen Leuten irgendwie, ich weiß es nicht. Ich weiß, man fährt immer rechts, wenn man kann und bla und so. Ich bin einer, der das sogar sehr wichtig findet. Also wenn ich mal das Seltene, ich will es gerade nicht unbedingt Glück nennen. Wenn jetzt irgendwann mal die seltene Tatsache eintritt, dass ich Auto fahre und dann so mich auch auf einer Autobahn befinde, ja, bin ich ein Mensch, der sehr stark verurteilt, wenn man zum Beispiel auf der Mittelspur rumschleicht oder sowas. Und ich fahre auch mal schneller als 120, ne? Das ist halt einfach so. Aber ich finde persönlich, dass irgendwie diese extreme Raserei, also alles, was jetzt so jenseits von 160, 170, 180 ist, das alles, was jenseits von dem ist, dass das einfach ein bisschen übertrieben ist. Ich weiß nicht, man hat dann mit vielen Leuten, mit denen ich dann geredet habe, die haben gemeint, boah, war voll geil, aber
Man hat das Gefühl, man hat das nicht mehr unter Kontrolle. Und ich bin auch der Meinung, man hat das dann irgendwann, also dein Auto mag das noch so schön verpacken, dass du denkst, du fährst 20, aber irgendwann hast du das nicht mehr unter Kontrolle. Und also das erkennt man auch genau in solchen Sätzen wie, ja, und wenn da jetzt was liegt oder wenn da was gelegen wäre, ja, da könnte ich nichts mehr machen. Und genau das finde ich die große Problematik an der Sache. Man fährt ja Auto, man sollte Auto immer so fahren, dass man immer zu jedem Zeitpunkt alles unter Kontrolle hat, irgendwie. Ich weiß nicht, gerade gewissermaßen gibt man ja trotzdem einen Teil der Verantwortung andere Leute ab, was sich auch zum Beispiel in diesen Regeln drin manifestiert, ja, Fremdwörter. Was sich darin manifestiert, dass man ja zum Beispiel sagt, okay, auf einer normalen Straße irgendwie Sichtweite muss man anhalten können. Also du gehst quasi davon aus, dass nur was auf deiner Spur ist, dass du innerhalb deiner Sichtweite anhalten kannst. Und bei schmalen Straßen, wo dir jemand entgegenkommen kann, heißt es ja halbe Sichtweite. Das heißt, es kommt dir was entgegen, was eben auch auf deiner Spur sein könnte und man sich quasi in der Mitte treffen müsste, so dass beide noch anhalten könnten. Und wenn du sagst, du fährst nur auf Sichtweite, dann ist das ja schon mal generell so eine Sache. Aber wenn halt so Äußerungen kommen wie, ja, wenn da was wäre, hätte ich es nicht mehr gepackt, dann ist diese Regel halt irgendwie ganz klar verletzt. Also ist vielleicht gar nicht mehr unbedingt die Tatsache notwendig, dass wir jetzt eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf den Autobahnen haben, sondern einfach, dass Leute sich an die bisher geltenden Regeln irgendwie halten. Also ich kann es nachvollziehen, dass Leute es irgendwie wichtig finden, weil sie dann morgens eine halbe Stunde später aufstehen können oder so, wenn sie pendeln, dass es dann schneller geht, gewissermaßen. Aber ich weiß nicht, gerade das ist ja das Problem, dass du damit dann quasi andere, also durch diese so schnell fahren, dass man damit tatsächlich andere Regeln der Straßenverkehrsordnung in der Regel bricht. Meine Auffassung als jemand, der jetzt nicht so oft so schnell fährt, weil er, wenn er mal fährt, auch Autos fährt, die nicht ganz so schnell fahren können. Wie gesagt, ich steht wahrscheinlich nachher wieder in den Kommentaren ganz viel bla, ist alles voll toll, so wie es ist. Hallöle, ja, bei dir steige ich gern, Alter. Ja, ich würde dir aber auch hoffe, du, 280, ne, vor allem, wenn ich wieder anfange über, weiß nicht, drüber zu reden, wie scheiße doch gerade alles ist. Nee, ist ja nicht so. Aber, hallo. So, alle mal rein, dankeschön. Ich hoffe, man kann das irgendwie nachvollziehen, weil, ich weiß nicht, eine der schlimmsten Sachen, die ich mir vorstellen kann, ist, wenn Leute sich oder ihr Auto nicht mehr unter Kontrolle haben. Weil dann halt böse Sachen passieren können. Irgendwie. Ach, die warten ja nicht, es ist ja Invis-Blinds-Kram-Gedöns, ne? Die Worte nicht wegen alle nicht. Traurige Sache. Heißt, die würde sich aber auch komplett reindonnern, wenn da jetzt von vorne einer kommt. Was keiner kommt, weil, okay. Beruhigend. Ja, aber das finde ich irgendwie kritisch. Deswegen finde ich es ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht. Muss es dann nicht 120 sein? Aber irgendwo, weiß ich nicht, gibt es doch auch Parteien, die sich sonst auch in der Regel sehr gerne für Obergrenzen einsetzen, die da aber strikt dagegen sind. So. Hallo? Nicht, okay. Ja, so ungefähr, das wären meine Two Cents dazu. Irgendwie. Ich hoffe, es ist irgendwie nachvollziehbar. Ist es wahrscheinlich nicht. Ist mir aber, weiß ich nicht, egal. Ich habe versucht, mich irgendwie halbwegs darzustellen. Oh, ich wollte auch noch über SSDs reden, gell? Fuck, da wollte ich mich noch ein bisschen informieren, damit ich nicht ganz so uninformierten Mistmüll wie sonst laber. Mann, es hat einer geschrieben, dass er das cool fände. Was wollte ich das noch machen? Mensch. Den wollte ich wirklich noch. Weil, ja, das pack mal irgendwie hoffentlich, wenn der jetzt nicht so abbiegt, dass er mir irgendwie in den Karren semmelt. Der soll da schön warten oder der fährt einfach gut. Ne, ich wollte ja noch, ich habe erzählt, dass hier bla, ich habe mir jetzt eine SSD zugelegt hier für den, auch für die OMSI-Installation zum Beispiel. Gerade den Terabyte-Kram, das ist ja zurzeit relativ günstig geworden. Da wollte ich auch so ein paar Sachen eingehen. Mist, da wollte ich mich noch informieren, ne, weil man hat, gut, es lädt teilweise immer noch ein bisschen zögerlich, aber ich habe auch beobachtet, das liegt auch viel daran, dass es, dass in der Zeit viel Prozessorlast hat, ne, also generell. OMSI habe ich mir halt eben erhofft, schnellere Ladezeiten, weil OMSI lädt relativ langsam und das habe ich mir immer so ein bisschen damit hergeleitet. Festplatte hat ja, ich weiß nicht,
Ich würde sagen, wir machen mal Festplatten und SSD Teil 1. Ne? Irgendwann kommt dann die Extended Version mit Kaufberatung, Fachbegriffen. Das machen wir erstmal Grundlagen. Ne? Vorlesung 1, Grundlagen. Festplatte ist ja folgendermaßen. Da sind ja alles, weiß ich nicht, habt ihr bestimmt vielleicht ab und an schon mal ein Bild gesehen. Das sind mechanische rotierende Platten. Deswegen steht auch immer was von Umdrehungen pro Minute drauf. Wie bei einem Auto, danke, dass der wartet. Ich hab da erstmal gucken sollen, da ist ungünstig. Ist da jemand? Ich hätte stutzig werden sollen, als der einfach gewartet hat. Das machen die eigentlich ja nicht. So. Okay, die fahren alle rechts, alle. Gut. Dann erstmal gucken, dann fahren. So. Ist vielleicht für die Zukunft ein ganz sinnvolles. Da war jetzt ein Bordstein mit dabei. Weiß nicht, ich würde mich gerade schon ein bisschen das Thema reinlabern. So. Machen wir Grundlagen. Wo müssen wir hin? Goetheplatz. Okay, alle liegen Goetheplatz. Dann fahren wir doch dahin. Aber das ist ein ganz altes Ding hier. Das gibt's schon lang. Na komm, das schaffen wir noch. Jo, genau. Wo war ich? Grundlagen, Festplatten. Genau. Und zwar folgendermaßen. Wir haben eine Festplatte aufgebaut. Sieht das ungefähr so aus wie ein paar CDs, die übereinander gestapelt sind. Ich weiß nicht, ob ihr noch CDs kennt. Ja, darauf hat man früher mal Daten gespeichert. Ja, witzig, ne? Und vor allem auch Musik. Man hat Musik auf solchen Platten gekauft, die rund sind und sich drehen. Oh. Nee, aber Problematik ist halt, wenn ich jetzt ein bestimmtes Datum lesen möchte, ein Datum ist ja eine Zahl von Daten. Heißt, wenn ich jetzt ein Datum lesen möchte, es hört sich mal komisch an, wenn man von einem Datum redet, aber es ist halt leider einfach so. So, wenn ich jetzt, guten Tag, wenn ich jetzt ein Datum lesen möchte, von der Festplatte, dann muss die Festplatte mehrere Schritte machen. Und zwar, Schritt 1, ihren Lesekopf dorthin bewegen. Ne? Also die so verschiedenen Bahnen, ihr könnt es euch vorstellen wie eine Schallplatte. Ich weiß, ihr wisst jetzt alle nicht, was eine Schallplatte ist. Sorry. Nächste Haltestelle, Oberhof. Aber es ist halt irgendwie in Grundsätzen so. Die Sachen sind auf der Platte ja nicht irgendwo random rumliegend gespeichert, sondern immer in so quasi in Rillen. Ne? Das heißt, du kannst dann irgendwie sagen, ich muss alle Linien Oberhof, sind wir doch irgendwie, ne? Ja, das sieht doch ganz gut aus. So. Die sind nicht irgendwo random gespeichert, sondern quasi immer so Rillen. Das heißt, du kannst sagen, ich muss erstmal in Kreis Nummer 538. Die Kreise sind immer so ganz bisschen breit und ich muss erstmal auf dem Kreis auf die richtige Umlaufbahn, ne? Damit richtig drehen. So, das ist mal Schritt 1. Lesekopf dorthin bewegen. Schritt 2. Warten, bis da, wo, ne, dass wir auf dieser Kreisbahn, auf der wir gerade sind, müssen wir warten, bis wir dort sind, wo das steht, was wir lesen wollen. Ne? Weil wenn wir Pech haben, sind wir gerade mit unserem Lesekopf hochgefahren und das, was wir lesen wollten, ist gerade weggefahren. Blöd. Und man kann die Festplatte quasi auch nicht drehen und immer beschleunigen und sowas. Die dreht sich immer gleich. Sieht nicht gut aus. Also Festplatten ist, ich glaube, CDs kann man beschleunigen und langsamer werden lassen, aber eine Festplatte dreht sich in der Regel immer auf ihren Umdrehungen. Wir können einfach dran vorbeifahren, das ist gar kein Problem. So. Heißt, wir müssen halt im schlimmsten Fall fast nochmal eine ganze Umdrehung warten, bis wir dahin kommen, was wir lesen wollen. So, dann müssen wir den ganzen Kram noch übertragen. Zack, fertig. Festplatte, so. Problematik an der Stelle ist, dass hier keiner einsteigen will, aber das ist egal. So, zum Wenden. Möchte ich den wenden? Warum sagt mir keiner, wo ich hin muss? Ich weiß doch nicht, ob ich hier wenden muss, Kinders. Oh, ich will was über Festplatten erzählen. Alle Linien Betriebshof zum Wenden. Weiß ich, wo ich hin muss? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich kenne diese Karte nicht. Ja, es sind viele Linien hier. Oben auf Marktplatz. Wo ist der Marktplatz? Ist der Marktplatz da vorne? Also ich weiß jetzt nicht, wo ich hin muss. Scheiße. 254 sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Hier, Marktplatz. Ist das der Marktplatz? Bist du Marktplatz? Marktplatz, einwandfrei. Weiterfahren. So. Okay, zum Wenden heißt dann einfach nur. Okay, ist Aline, hätte ich einfach. Gut. Die Busampel ist für links. Das wollen wir nicht. So. Also, wie wir schon sehen, Problematik.
das Ganze ist quasi mechanisch. Also es zählt eben nicht nur diese reine Übertragungsgeschwindigkeit, die unsere Festplatte insgesamt hat, sondern wir müssen erstmal dahin kommen, weil es sich mechanisch erstmal dorthin bewegen muss. So, wenn wir jetzt das OMSI-Phänomen haben, OMSI lädt beim Start gefühlt irgendwie ganz viele kleine Dateien. OMSI guckt, oh, welche Karten habe ich denn alles, geht über alle Kartendateien drüber, Clickibunti ist ganz viel kleines Kram. Wenn man sich mal die ganzen OMSI-Dateien anguckt, das ist im Vergleich zu anderen Spielen. Andere Spiele haben immer solche Riesendateien, so irgendwie Data1.pack, so ein 10-Gigabyte-File. Ne? Das kann man schön am Stück weglesen, gar kein Problem. Jetzt kommt OMSI daher und die größte Datei, weiß ich, OMSI, die ich kenne, ist irgendwie eine 8-Megabyte-Textur oder so. Ne? Also jetzt mal übertrieben gesprochen. Aber OMSI-Dateien sind in der Regel sehr, sehr klein. Die ganzen Bus-Dateien, ganz viele Skript-Dateien, alles einzeln, das ist sehr klein. So, das heißt, wir haben ganz oft diese Situation, wir müssen von A nach B mit unserem Festplattenkopf, ne? Wenn es dann also nicht sinnvoll angeordnet ist, was es nicht sein kann, weil man sowas nicht wirklich, also man kann es irgendwie sinnvoll anordnen, aber beim Schreibvorgang wird sowas eben nicht berücksichtigt. Ne? Man kann defragmentieren, was eben dazu führt, dass Dateien, die quasi aufgesplittet auf der Platte liegen, also größere Dateien werden in der Regel aufgesplittet, weil nicht genügend Platz da ist, die an einer Stelle zu speichern. Und defragmentieren hilft dann im Prinzip, diese einzelnen kleingestückelten Dateifetzen wieder zu einem zusammenzuführen. Problem ist, OMSI hat keine großen Dateien. Das heißt, da kannst du so viel defragmentieren, bis, ne, bis Party hart ist. Es bringt halt einfach nichts. So. Ergo, wir brauchen was, was das ein bisschen unterstützt, wo man eben gerade eben diese Suchzeiten nicht hat, die man bei der Festplatte hat. Ergo hat sich Josh gedacht, ist eine SSD bestimmt eine super Sache. War ja auch keine so eine schlechte Entscheidung, ne? Funktioniert ja besser als früher. Generell ja beim Windows-Start, ich glaube generell haben schon viele mal den Unterschied gespürt zwischen einer Festplatte und einer SSD. Im normalen Betrieb sind das Welten. Eben nicht nur, weil diese Übertragungsrate größer ist, die ist im Zweifel gar nicht so unbedingt höher, vielleicht ist es Doppelte, bis das Dreifache. Aber das Tolle ist halt, du hast einen schnellen, zufälligen Zugriff. Das heißt, du kannst eingeschränkt, nicht vollständig, gibt es ein paar technische Restriktionen, aber man kann eigentlich in der Regel sagen, man kann einigermaßen schnell auf von, wenn ich gerade was gelesen habe am einen anderen Ende der Platte, kann ich relativ schnell was am anderen Ende lesen, weil sich da mechanisch nichts hinbewegen muss, sondern ich muss einfach nur sagen, ja, ich möchte gerne Speicherzelle 538.720 lesen. So, zack, fertig, wir bekommen es dahin. Ne? Also gibt da ein paar technische Dinge, das ist aber, glaube ich, nicht relevant. So, wir haben auf jeden Fall diese ganzen Zeiten nicht mehr. Ergo, SSD für OMSI super geeignet, fand Josh. So. Das hat sie auch tatsächlich um einiges beschleunigt. So ist es ja nicht. Das Tolle ist, man sieht im neuen Task Manager, der mit Windows 10 mitgekommen ist. Ich finde Windows 10 ist eigentlich relativ kacke. Nee, super, super tolles Betriebssystem. Sieht man im Task Manager diesen kleinen, wunderbaren Feature, wo man ein kleiner Praktikant mal dran gesetzt hat, das ein bisschen zu verbessern. Sieht man eben bei den Platten nicht nur, wie viel Megabyte pro Sekunde die gerade lesen, schreiben, was eben quasi tatsächlich dieser Durchsatz wäre, der da gerade passiert. Wie gesagt, bei Festplatten ist das eben ein Riesenunterschied zwischen ich übertrage gerade sehr viele Daten oder ich bin eigentlich die ganze Zeit mit beschäftigt, hin und her zu suchen. Und da gibt es eine ganz coole, da gibt es eben zwei schöne Zahlen. Zum einen Übertragungsrate gerade aktuell. Das ist eben so viel Megabit pro Sekunde lese und schreibe ich gerade. Und aktive Zeit. Und aktive Zeit ist eben der Kram, ja, ich mach was. Aber kann sein, dass nichts bei rumkommt. Und das war bei der Festplatte, wenn ich OMSI starte, eben relativ hoch. Das heißt, da sieht man, okay, aktive Zeit ist sehr groß. Oder gerade bei Steam-Updates. Steam-Updates sind richtig schlimm. Da liest er an allen Ecken und Enden, das ist jetzt viel, viel schneller geworden. Steam-Updates sind jetzt ein Traum. Weil, ne, da war eben immer aktive Zeit sehr groß, weil er sich ja was auf die Platte lädt, was runter entpackt ist, packt es an die richtige Stelle, das ist immer, sorry, ein Riesenaufwand gewesen. Und das klappt jetzt sehr schnell und sehr gut, eben weil das sehr gut parallel geht, weil man sich nicht viel bewegen muss, so. Hat man eben daran gesehen, aktive Zeit war sehr groß bei Festplatten, aber Übertragungsrate sehr niedrig, heißt sehr ineffizient in dem Fall. So. Das sind genau die Fälle, wo eine SSD viel hilft. So, im Prinzip ja mal Grundlage, ne? Weil du hast keine mechanischen Teile, von dem her ganz prinzipiell gute Sache. Kann es natürlich trotzdem sein, wie bei OMSI, dass er eben nicht nur viel von der Platte liest, sondern auch viel verarbeitet. So. OMSI ist ja unser Lieblings, nicht ganz Single Thread, das stimmt ja nicht.
Aber unser Spiel, was sehr viel, sehr gerne in einem Kern tut und damit dann quasi einen Prozessorkern komplett auslastet, mit dem es irgendwas tut, was es eben auch gerade beim Start oder beim Laden von Dingen halt eben tut. Und da ist das jetzt eben aktuell der limitierende Faktor. Ne? Also generell, um es mal so grob so eine... Oh, da ist ja schön, da sehen wir ja viel. Stoppschild habe ich noch nicht beachtet. Was ich sagen wollte. Also aktuell ist, glaube ich, bei den... gut, das war schon vor ein paar Jahren so. Also die sinnvollste Investition, wenn man einen PC mit einer HDD hat. Hallo, zur Verbesserung. Guten Tag. Hi, hi. Bisschen zu früh, das ist natürlich nicht so super. Hier bleibe ich aber nicht stehen. Haben wir jetzt irgendwo eine schöne Stelle, wo wir stehen können? Keine Ahnung. Wo sind wir schon nochmal hier gewesen? Ich habe es wieder vergessen. In der Dorfheide. Ich habe nur Dorfheide gesucht. Ja, hier stehen wir auf jeden Fall. Ist blöd, ne? Wir fahren mal woanders hin. Also aktuell das sinnvollste Ding, was zu tun, wenn man was aufrüsten möchte und eine Festplatte drin ist, eigentlich eine SSD dafür zu kaufen. Ne? Da kannst du Prozessor gut machen, wie du willst. Wenn man jetzt relativ low budget seinen PC möglichst effizient besser machen möchte, dann ist das eigentlich schon seit ein paar Jahren der beste Move, den man eigentlich tun kann. Ne? Sich da eine SSD reinkloppen. Jo. Es gibt da natürlich sehr viele Sachen, die man falsch machen kann. Ich wollte das nochmal genau recherchieren, deswegen ist es... Guten Tag. Oh ja, was Leckeres von der Tageskarte. Ich empfehle Ihnen heute 40 Cent erstmal zurück und ich empfehle Ihnen... Moment, der Tageskarte da. So. Bist du eingeschlafen oder was? Ja, ich nicht. Ich erzähle gerade noch was über Festplatten. Du kannst gerne zuhören. Ja, ne, da gibt es halt viele, viele Unterschiede. Mal angefangen von natürlich Geschwindigkeit, das ist mal das eine. Aber auch eben Langlebigkeit, wie wird das abgespeichert? Und da wollte ich mich eigentlich noch ein bisschen informieren, weil ich zwar grundsätzlich die Technologien kenne, also weiß, okay, es gibt das und das, es gibt diese und diese Unterschiede. Ich weiß aber nicht, wie das heißt. Ich bin ein Riesen, ich bin ein Typ, der ein Riesenproblem hat mit Begriffen. Ich kann mir so Fachbegriffe nicht merken, ne? Also ich weiß, okay, es gibt zum Beispiel das Phänomen, du kannst in einer Speicherzelle so viele Bits speichern, so. Kann ich dir gleich ausführlich erklären, weiß ich aber nicht, wie Details auf dem Datenblatt. So, und das ist halt so ein bisschen die Problematik da dran. Deswegen ich mir das eigentlich nochmal ganz gerne im Vorhinein irgendwie angeschaut hätte. Aber gut, das ist jetzt egal. Wir probieren es mal trotzdem, so. Nehmen wir mal Schritt 1. Aktuell bildet sich gerade oder fängt es gerade an, dass es eine neue Generation Bauformen von SSDs auf den Markt kommt. Also bisher war das so. Das sind auch die bisher ich immer verbaut hatte. Bis dato hast du Festplatten mit SATA-Anschluss. Das heißt, du knippst dir einfach wie eine ganz normale Festplatte mit einem SATA-Kabel. Die sehen dann einfach so aus wie Schokoladentafeln, ne? Kaufst du eine SSD, sieht aus wie eine Schokoladentafel, klemmst ein Kabel dran und machst das gleich wie mit einer Festplatte, ne? Das ist so der Klassiker, stehst du sie per SATA an, das war bisher immer so. Jetzt gibt es eine neue Generation mit dem M.2, M2, das sprechen alle Leute anders aus, mit eben einem neuen Baufaktor. Und zwar sind das dann nicht mehr eben diese Schokoladentafeln, sondern die Dinger sehen ein bisschen aus wie RAM-Riegel. Und die kommen auch nicht an ein Kabel, sondern die steckst du direkt ins Mainboard rein. Also das ist ein bisschen der Unterschied. So. Und das ist jetzt eine Bauform, beziehungsweise ein Tageskarte hier. Was gerade neu aufkommt und wo man ein bisschen vorsichtig sein muss. Und zwar, wenn man mal so grob sich umhört, heißt es immer, ja, M2 SSDs sind voll geil, weil die sind viel schneller und so, weil ist so, die sind direkt auf dem Mainboard. Da muss man aber ein bisschen unterscheiden. Und zwar gibt es M2 SSDs, die weiterhin über SATA laufen, das heißt, du hast sie direkt auf dem Board stecken, aber der Controller, also das Protokoll, über das da kommuniziert wird, ist immer noch SATA. Das heißt, du hast die gleichen Limitierungen, wie irgendwie so 600 Megabyte pro Sekunde und so und so viele gleichzeitige Datenströme offen, ne? Also dies von der Geschwindigkeit her unterscheidet sich nicht grundlegend von einer SSD, die du quasi klassisch über ein SATA-Kabel anschließt. So, das ist mal Schritt 1. Das heißt, du kannst jetzt zwar so eine fancy neue SSD kaufen, die aussieht wie ein RAM-Riegel. Wenn dies allerdings mit SATA funktioniert,
hast du dann nicht wirklich einen Geschwindigkeitsvorteil, du hast vielleicht den einzigen Vorteil, du kriegst ihn noch ganz gut in ein Notebook vielleicht eingebaut. Oder auch direkt auf dem Mainboard ist der Steckplatz da in der Regel frei. Und ja, man kann ohne viel Kabelgewurstel, hat man das einfach direkt weg. So, das wäre jetzt so der Einsatzzweck von SATA, M2 SSDs, wie ich mir jetzt eine geholt habe, habe keinen Bock auf noch ein zusätzliches Kabelgedönse gehabt. Steckt direkt auf dem Mainboard, super. Ne? Das sind aktuell die günstigen, also die günstigen M2 SSDs. Also wenn ihr seht hier, 1 TB SSD, gibt es einen riesen Unterschied. Das will ich euch ja gerade so ein bisschen aufklären. Ne? Also das ist dieses günstigere Preissegment. Ich habe jetzt gezahlt für meine 110 Euro von Crucial, ist allerdings eine relativ, also eine einigermaßen anständige. Gucken wir mal später drauf, was man noch quasi alles falsch machen kann bei einer SSD. So, ich glaube, bei 08 können wir mal los. So, der andere Teil, wofür es sich tatsächlich lohnt, sich so eine SSD zu holen, die direkt auf das Mainboard stecken kann, sind NVMe-SSDs, ne? Grundsätzlich ist das so, die sprechen ein anderes, also das geht über ein anderes Protokoll, was viel schneller ist. Ja, genau, das ist im Prinzip der Punkt, ne? Du steckst sie quasi in den gleichen Steckplatz, aber dadurch, dass es dass da ein anderes Protokoll draufläuft, NVMe, ich weiß nicht, was ein Protokoll ist, aber es ist halt eben, funktioniert das anders und dadurch läuft das dann eben wesentlich schneller. Du hast dann Limitierung nicht mehr, du hast dann Datenraten 2000 Megabyte die Sekunde und mehr und du hast eben weniger Limitierung, was wie viele Daten ich gleichzeitig lesen kann und sowas. Ne? Das heißt, das ist schneller, das ist was gerade im Kommen ist, die sind aktuell noch etwas teurer als diese SATA SSDs, aber jetzt auch nicht grundlegend, fängt es vielleicht so bei 140, 150 Euro an. So, ich habe dann mal mit ein paar Leuten gerade aus meinem Informatikumfeld geredet, du lohnt sich sowas denn, weil ich stand ja auch vor der Entscheidung, so gibt es ein paar Euro mehr aus oder nicht? Weil es hört sich natürlich schon Premium an. Oh, guck mal, statt 500 Megabyte pro Sekunde hat man jetzt 2000. Oh, das ist ja hoch. Macht aber so im regulären Betrieb aktuell relativ wenig Unterschied. Ich weiß, dass wir bei uns auf der Arbeit sowas in den Rechnern drin haben, weil da sehr viel, sehr große Datenmengen rumkopiert werden, aber mit der aktuellen, mit der restlichen Hardware, die man sonst so drin hat, ne, Prozessor und so, kriegst du das sowas eigentlich nicht wirklich sinnvoll ausgelastet. Das heißt, die paar Euro kann man sich aktuell noch sparen. Hier kommt ja schon der Anschluss. Ich komme gerade vom Zug. Ja, mei, das ist ja super, das freut mich. So. Guck mal, wofür ist auch ein Ticket? Nee, gut. So, aber ein bisschen bei einer weiteren Ausführung lauschen, ne? Also da sind die schnelleren NVMe allerdings aktuell noch nicht so sinnvoll, ne? Was das Problem bei in Anführungsstrichen günstigen NVMe-SSDs ist, dazu komme ich jetzt, ist folgendes. SSDs speichern ihr Kram nicht wie Festplatten quasi magnetisch auf der Platte, sondern in Speicherzellen. So. Nächste Haltestelle. Beckstraße. Genau, jetzt könnte man natürlich den naiven Ansatz fahren und sagen, okay, Informatik ist ja immer alles Nullen und Einsen. Heißt, ich lege in eine Speicherzelle eine 0 oder eine 1 rein. So, dann braucht man natürlich sehr viele Speicherzellen. Also haben sich findige Hardwarehersteller gedacht, es macht nicht nur Sinn, sich nicht nur ein Bit reinzulegen, also entweder 0 oder 1, sondern man kann das auch ein bisschen feiner abstufen. Ich kann da nicht nur Vollstrom reinmachen oder gar kein... nicht nur Vollstrom reinmachen oder gar keinen Strom, sondern ich kann so ein bisschen Strom reinmachen oder ein bisschen mehr Strom reinmachen und das kann man dann unterscheiden. Das heißt, man speichert mehrere Bit auf einer Zelle. Heißt, du speicherst nicht nur 0 oder 1, sondern du sagst, okay, zum Beispiel, wenn ich jetzt 2 Bit pro Zelle speichere, muss ich 4 Werte unterscheiden können. Müsst jetzt nicht unbedingt verstehen, warum, ist egal. Ist auf jeden Fall so. Müsst 4 Werte unterscheiden können. Weil 2 Bit können da sein 0, 0, 0, 1, 1, 0 oder 1, 1. Das heißt, du hast 4 Kombinationen. Das heißt, du musst 4 verschiedene Spannungen unterscheiden können, die eine Zelle halten kann. So. Das ist erstmal noch gar kein Problem. Das klappt noch relativ gut. So. Das heißt, du kriegst dann quasi statt 1 Bit auf eine Zelle, kriegst du das Doppelte an Speicherplatz bei gleich viel Zellen oder andersrum. Du brauchst, um die gleiche Kapazität auf deiner SSD zu haben, brauchst du nur die Hälfte an Speicherzellen. Hardwarehersteller freuen sich, springen im Karree, weil, auch guck mal, wir können das ein bisschen, wir sparen da wesentlich viel Geld bei der Produktion, weil wir brauchen nur noch die Hälfte an Hardware. Geil. So, jetzt treiben wir das Spiel noch ein bisschen weiter.
Wir speichern nicht nur 3 Bit pro Zelle, sondern wir wollen das noch ein bisschen weiter treiben. Wir speichern 2, sondern wir speichern jetzt 3 Bit pro Zelle. So. Wie viele verschiedene Werte müssen wir jetzt unterscheiden können? Da müssen wir überlegen. Okay, 3 Bit ist ja 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, ne? Also müssten 8 Werte sein, wenn ich jetzt alle nicht vergessen habe. Ich habe jetzt gerade binär hochgezählt. Das ist ja voll nerdiger Nerdkram. Sorry, tut mir leid. Ne? Heißt, du musst auf jeden Fall 8 verschiedene Werte unterscheiden können. Und da wird es natürlich schon schwierig. Das ist ein Problem der Haltbarkeit. Und zwar angenommen, ich schreibe jetzt heute da, ich will da reinschreiben 0, 1, 0. So, dann wäre das irgendwie binär die 2. Das heißt, ich tue da so, ja, so ein bisschen Spannung rein. Ne? Also nicht gar nichts, nicht ganz viel, sondern so, ja, ein bisschen Spannung halt. So. Jetzt hat man natürlich das Problem, ich muss natürlich später wieder super erkennen können, was habe ich da am Anfang reingeschrieben. Das heißt, ich muss diese feinen Unterschiede, die ich da, die ich reingeschoben habe, ich muss diesen feinen Unterschied später wieder erkennen. Und das geht am Anfang noch relativ gut. Wenn die Platte allerdings älter wird, Martin Luther Kirche. So, wenn die Platte jetzt eben entweder älter wird oder die Daten länger da drauf liegen, dann hast du einen leichten Spannungsabfall. Oder generell bei Veralterung der Zellen hast du halt irgendwann das Problem, dass du vielleicht nicht mehr wirklich auslesen kannst, das ist jetzt gerade dazwischen, ist das jetzt das eine, ist das jetzt das andere, kann ich nicht gut unterscheiden. So, bei 0 oder 1 hast du da relativ Spielraum, aber je mehr du eben pro Zelle da reinspeicherst, kann man sich ja logisch herleiten, desto kleiner werden eben die Unterschiede zwischen den verschiedenen Zuständen. Und genau das ist eben das Problem, warum solche Platten, je mehr Bits die pro Zelle speichern, desto weniger Zyklen kann ich da drauf schreiben, bevor die kaputt gehen oder halt wahrscheinlich kaputt gehen. Das heißt, die haben eine wesentlich kürzere, zum einen Laufzeit, also weniger Jahre, und zum anderen kannst du darauf wesentlich weniger schreiben. Weil bei SSDs ist auch immer das Problem, man muss sie relativ aufwendig auf 0, das ist mal 0, genau, 0 ist mal das Problem, man muss sie relativ böse und hart auf 0 resetten. Wenn du dann eine 0 reinschreiben möchtest, dann tut das der SSD ein bisschen weh, macht der Auchi Auchi. Also bitte keine Nullen draufschreiben. Oder es war eine 1, aber ich glaube, es waren Nullen. So. Bei 1 und beiden tut der SSD weh. Nicht machen. Und ja, genau sowas stresst dir dann eben auf Dauer und sorgt eben nicht wirklich dafür, dass du zukünftig das auch noch irgendwie erkennen kannst. So. Ja, und was aktuell noch im Kommen ist, sind Zellen, die 4 Informationen, also 4 Bit speichern sollen. Quad, irgendwas, ne? Kann man, wenn man zählen möchte, gerne zählen, aber ich kann euch nochmal spoilern, es sind dann 16 Werte, die du unterscheiden musst. 2 hoch 4, also sind immer 2er Potenzen, 2 hoch 3 waren 8, 2 hoch 2 sind 4 und 2 hoch 4, wenn du also 4 Bit pro Zeile speichern möchtest, brauchst du 16, musst du 16 Werte unterscheiden können. Und das ist schon krass. Und das ist eben was, was gerade aktuell frisch auf den Markt kommt. Diese, ich glaube, diesen Quad, irgendwas QLC. Genau, das ist, was ich nochmal nachgucken wollte, damit ich jetzt hier keinen Quatsch erzähle. Was heißt QLC? Quad wie 4. Dass du da 4 Bits pro Zelle speicherst, das ist das, was aktuell eben so auf dem Markt ist, und die sind halt aktuell relativ günstig. Und da würde ich jetzt nicht zugreifen, weil, ne, die sagen zwar immer, ja, dafür müsstest du pro Tag, dass die kaputt geht, trotzdem jeden Tag 5 Jahre lang so und so viel schreiben. Aber neue Technologien, Berliner Straße, sehe ich ein bisschen kritisch, und deswegen habe ich jetzt hier eben zu einer Triple, ja, ich habe Verspätung, ist mir egal, habe ich jetzt hier eben zu einer TLC SSD gegriffen, die eben 3 Dinger speichert. Das, dazu kann man wirklich guten Gewissens greifen. Also mit einer mit 3 Dingern, das ist vollkommen in Ordnung. Das ist schon länger Standard. Also zu einer TLC SSD kann man gut greifen. Dann gibt es D, also mit D wie Dual, mit 2, und dann gibt es auch Single mit einem, aber das sind dann also 2 und 1 Bit pro Zelle, das sind dann Sachen, die sind in der Regel bei Unternehmen oder sowas, die da wirklich viel Wert drauf legen müssen. So für den normalen Consumer zu Hause sind dann diese Triple-Dinger ganz angesehen. Also nagel mich jetzt bitte nicht auf diese Abkürzung fest, ich weiß nicht genau, ob die stimmt, aber ich hoffe, ich konnte eben nicht nur erklären, warum man das nicht kaufen sollte, sondern dass ihr ein bisschen verstanden, also nicht nur, dass ihr das nicht kaufen solltet, sondern warum ihr das nicht unbedingt kaufen solltet, warum das vielleicht so
längerfristig ein bisschen ein Problem macht. So, ich hoffe mal, das war es nicht ganz so schlimm. Ne, aber das erklärt auch eben diesen Preisverfall aktuell bei SSDs. Es kommen diese Quad-Bit pro Speicherzelle auf den Markt. So, und genau die sind dann eben sehr günstig und Leute wollen dann das eben kaufen, kaufen dann weniger diese alten, deswegen werden auch die alten trotzdem ein bisschen billiger und die neuen sind sowieso günstig und deswegen gibt es auch sehr günstige NVMe-SSDs, also diese schnellen, die quasi nicht wirklich viel teurer sind als die langsameren SATA-Teile, allerdings muss man da eben drauf achten, die ich jetzt reingebaut habe, die MX500, das ist halt eben eine mit 3 Bits pro Zelle. Verglichen mit der Crucial P1 wäre jetzt eine NVMe-SSD, die allerdings 4 Bit pro Zelle speichert. So, da könnt ihr euch mal so ein bisschen, um jetzt mal beim Hersteller zu bleiben, zwischen denen habe ich ja geschwankt. Wenn man sich einmal anschaut, eben gerade Lebenszeit und so ein Kram, das sind die Sachen, auf die man vielleicht ein bisschen achten sollte, wenn einem das ein bisschen am Herzen liegt, was man darauf speichert. Gut, OMSI-Daten sind nicht so schlimm. Nächste Haltestelle am Park. Ja, Endstation Blabla. Dann kann man natürlich auch noch auf Cache zurückkommen und auf den Controller, der generell verbaut ist. Das macht dann geschwindigkeitsmäßig eben Probleme. Caches sind immer wichtig. Da kann ich, glaube ich, auch mal eine ganze Folge drüber reden, wie wichtig Caches sind. Das ist quasi ein sehr großer Prozentsatz. Ich möchte jetzt keinen Prozentsatz nennen, aber ein sehr großer Prozentsatz der Geschwindigkeit. Oh, wir haben irgendwie eine Haltestelle übersprungen. Naja. Ein sehr großer Prozentsatz der Geschwindigkeiten, die wir aktuell haben oder die wir aktuell nutzen können eben, dass die tatsächlich nur dank Caches möglich sind, ne? Dass überall Sachen gecached werden. Sowohl auf Platten als auch zum Beispiel direkt im Prozessor, habt man vielleicht schon mal gehört, Level 1, Level 2, Level 3 Cache und so ein Kram. Also nur dank solchen Sachen können wir überhaupt im Ansatz so schnelle Rechner wie heute besitzen. Caches sind eine wichtige Sache und da würde ich echt gern drauf kommen. Oder auch Intel hat ja vor langer Zeit mal angefangen mit virtuellen Kernen. Ob ihr das mitgekriegt habt, da heißt immer, du kaufst eben einen i5, der hat 4 Kerne, aber 8 Threads oder 8 oder halt eben insgesamt halt eben 8 Kerne, 4 virtuelle und 4 normale. Was bringt einem das? Warum nicht einfach nur 4? Was bringt mir virtueller Kern? Ich habe da gar nichts, was rechnet. So, das ist eine Sache, das würde ich auch mal ganz gerne im Extra-Video erklären, was das denn soll, was daran so cool ist und warum das tatsächlich doch einen Geschwindigkeitsvorteil bringt. Was bin ich voll drin? Das habe ich voll Bock weiterzumachen. Eigentlich bin ich Abendessen und so. Vielleicht sinnvoller jetzt erstmal, gell? Ja, Josh, fidele Technik-Videos. So, die haben uns schon wegen Umschilderung, weil die schon einsteigen. Ach, sollen sie machen. Das macht eh der Kollege, ne? Wir sind... jetzt sind wir wieder zu spät. Was soll denn das? Aber irgendwann mal auf der Strecke haben wir jetzt voll die Zeit rumgegammelt. Nächste Mensch. Haltestelle. Berliner Straße. Wir sind sofort weg hier. Das finde ich auch nicht gut. Naja. Vielleicht kommt irgendwann wieder Joschs fidele Märchenstunde bezüglich Technik mit Caches und Prozessor mit virtuellen Kernen. Das ist dann in dem Fall weniger eine Kaufberatung und mehr so ein generelles... Ich will das ein bisschen erklären, weil ich das cool finde, wenn man das weiß. Gut, ihr studiert wahrscheinlich nicht Informatik, weil ihr das nicht wissen wollt. Und ich studiere Informatik, weil ich das wissen will. Deswegen ist es für euch wahrscheinlich gänzlich uninteressant. Aber es schreibt immer wieder einer in die Kommentare, dass er das cool findet. Deswegen mache ich das immer wieder so. So läuft der Hase. Ich esse es erstmal was und wir sehen uns dann einfach mal irgendwann mal wieder. Vielleicht, ne, gleich irgendwann mal. Tschüssi und so, ne? Tschüss.